Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Survivalschule.at. Heute wollen wir einen Jagdspeer bauen, mit dem wir mit etwas Glück auch was zu essen fangen können. Hierfür habe ich mir einen passenden Ast abgesägt und der wird nun in einen Speer verwandelt. Der erste Schritt ist es, diesen doch recht kräftigen Stock auf passende Länge zu bringen. Und gleichzeitig kann ich auch diese Äste dann noch verwenden. Und als ersten Schritt muss ich oben mittels eines Kreuzverfahrens ungefähr 10 cm mit Betoning arbeiten, um den Stock x-förmig zu spalten. Das mache ich jetzt und dann bin ich gleich wieder bei euch zurück. Der Stock wurde nun hier kreuzförmig gespalten und das ungefähr so 10 cm in der Länge. Als nächstes nehme ich mir von diesem feinen Astwerk ein dünneres Stück und breche es in zwei Stücke. Diese zwei Stücke kann ich nun in diese Kreuze einarbeiten, damit sich diese Kreuze öffnen zu vier Pranken. Damit ich das einfach machen kann, werden diese Holzstöcke etwas von der Rinde befreit und abgeflacht, damit ich sie leichter in diesen Schlitz einbringen kann. Vor allem solche Astknoten, wie sie hier vorhanden sind, entferne ich mit dem Messer ganz einfach durch Abschnitzen und Abflachen des Stockes. Jetzt habe ich den Ast etwas abgeflacht, mache das auch beim zweiten. Dünnere Stöckchen würden natürlich auch gehen, ich bevorzuge allerdings etwas dickere und flache diese an den Seiten einfach ab. Und nun kann ich diese Stöcke in diese vorbereiteten Schlitze eintreiben. Suche mir dazu eine passende Stelle. Man sieht schon, wie der Ast auseinander geht. Wenn ich das nun auf der zweiten Seite ebenso durchführe, kann ich hier vier Pranken herstellen, neu einsetzen. Und um diese noch weiter eintreiben zu können, kann man sie auch mit einem Holzstück, da haben wir noch eins übrig, in der Mitte nach unten stopfen. Danach kann ich diese geöffneten Spitzen mit dem Messer ausarbeiten zu vier Spitzen. Also die vier einzelnen Pranken etwas anspitzen, von innen und von außen,
und habe so einen effektiven Speer, um Frösche oder kleines Getier zu fangen, zu speeren, beziehungsweise auch, um, wenn jetzt eine Schlange da wäre, diese niederdrücken zu können oder auch gleichzeitig zu fangen. Ich mache das noch fertig und dann zeige ich euch das Endprodukt. Hier nun auf die Schnelle hergestellt. Wir haben hier die vier Spitzen. Man könnte sie noch besser anspitzen. Optimal wäre es, von innen heraus die Spitzen auszuschnitzen und leichte Widerhaken anzubringen. Wenn man einen Ast schön spalten kann in der Mitte über Kreuz, kann man sehr lange diese Spitzen herstellen und auch mehrere, also man könnte jetzt dreimal einspalten, dann würde man natürlich mehr erhalten und dann könnte man sie auch weiter auffächern und auch zum Fischfang einsetzen. Man könnte so einen Pfeil zum Beispiel auf einen Fisch mit einem einfachen Bogen abschießen und vier Spitzen treffen eher als eine einzelne. Für meine Zwecke, also wo ich eher auf den Boden hin arbeite, sind mir diese stumpfen Spitzen lieber, da sie hier robuster sind und besser für diesen Zweck geeignet. Wenn man hier verhindern möchte, dass dieser Riss weiter nach unten läuft, muss man hier an dieser Stelle abbinden. Das heißt, man nimmt eine Schnur und geht wicklungstechnisch mehrfach um den Stamm herum, richtig stramm gezogen, hier abgebunden, über dem Riss und halb darunter, also auf dieser Länge. Dann würde der Stock nicht weiter einreißen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video über die Herstellung eines solchen Speeres gefallen. Würde mich natürlich über Kommentare eurerseits freuen. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, eure Survival-Schule.